Ich habe 25.000 Euro für mein Filmstudium ausgegeben und bereue es. Okay, ich muss zugeben, dass ich es nicht per se bereue, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es das Geld nicht unbedingt wert gewesen ist. Ich wollte schon länger mal ein Video zu meinem Studium machen, hatte aber ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass ich dann irgendwie wegen Rufschädigung oder so Stress bekomme. Aber tatsächlich hat meine Uni vor kurzem dicht gemacht, deswegen, ja. Let me spill the tea. Ich bin Vince und auf meinem Kanal Plop mache ich coole Selbstexperimente, versuche nachhaltiger, produktiver und glücklicher zu leben als bisher und einfach heute besser als gestern zu machen. Wenn du Lust hast, mich wöchentlich auf dieser Reise zu begleiten und Tipps und Inspirationen für dein eigenes Leben mitzunehmen, lade ich dich ein, den Kanal jetzt zu abonnieren. Reden wir erstmal kurz darüber, wie ich mich damals für mein Studium entschieden habe und an meine Hochschule geraten bin. Also während der Abi-Zeit war eigentlich die ganze Zeit mein Plan, nach dem Abi Psychologie zu studieren. Das hat mich immer schon sehr interessiert, aber ich habe gleichzeitig auch schon Kurzfilme gedreht und habe auch YouTube-Videos gemacht. Aber es kam mir irgendwie nie so vor, als ob das eine Karriereoption ist. Direkt nach dem Abi habe ich dann aber auch gesehen, okay, Psychologie interessiert mich zwar, aber so wirklich Bock auf ein Studium habe ich eigentlich nicht. Auf Film dagegen hatte ich sehr viel Bock und habe mich dann kurzerhand dazu entschieden, Film zu studieren. Bei meiner Suche nach Filmunis habe ich dann schnell festgestellt, dass es a. in Deutschland nur sehr wenige staatliche Filmhochschulen gibt, dass es b. sehr schwer ist, dort reinzukommen, wenn man nicht schon Berufserfahrung hat und c. dass man sich bei manchen auch erst ab 21 bewerben kann. Weil diese ganzen Hürden nicht auf private Hochschulen zugetroffen haben, war das eine sehr attraktive Option, aber auch eine sehr teure. Long story short, ich habe mich für das Filmstudium in Berlin entschieden und hatte auch das große Privileg, dass meine Eltern mir das finanziert haben. Erstmal ein paar grundlegende Infos, damit du dir eine bisschen bessere Vorstellung machen kannst. Also, es war eine sehr kleine Hochschule, die nur 3 Studiengänge angeboten hat und in meinem Jahrgang waren auch nur 25 Leute. Die Hochschule bestand auch nur aus, ja, 2 großen Stockwerken in einem Gebäude. Mein Studiengang hieß Film und Fernsehen und im ersten Jahr konnten wir so in alle Bereiche ein bisschen reinschauen. Und danach hat man sich dann spezialisiert, entweder auf Kamera, Regie, Produktion, Ton oder Postproduktion. Ich habe mich für Kamera entschieden und das hat sich später auch noch als sehr großer Segen herausgestellt. Der eigentliche Vorteil, dass es dort bis auf den finanziellen Aspekt kaum Hürden gab, um ein Studium zu beginnen, war nicht nur ein Vorteil, wie sich im Studium dann herausgestellt hat. Ich hatte zwar einige super coole und motivierte Kommilitonen, aber der große Teil der anderen Studierenden hat wirklich nur das absolute Minimum geleistet, wenn sie überhaupt anwesend waren. Also neben den Leuten, die wirklich Bock hatten, irgendwie auch eigene coole Projekte zu machen, gab es viele Leute, die einfach nur irgendwas mit Medien machen wollten. Und ja, das hat es halt wirklich schwierig gemacht, eigene Projekte zu starten. Und obwohl ich meine eigenen Leute gefunden habe und mit denen auch coole Projekte gemacht habe, hatte man nicht wirklich eine Umgebung, wo man ja viele Gelegenheiten dafür bekommen hat. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie so viele Studis, die fast nie anwesend waren, ihren Abschluss bekommen haben. Ganz einfach, der Anspruch unserer Prüfung war bis auf ein paar Ausnahmen wirklich sehr gering. Wenn wir Medienprodukte abgeben mussten, waren das halt immer Prüfungen, die wir als Gruppe gemacht haben. Bedeutet, dass eben die motivierten Leute die fehlende Leistung der anderen irgendwie kompensieren konnten. Und auch schriftliche Prüfungen waren in der Regel sehr, sehr gut machbar. Die Dozenten und Dozentinnen waren auf jeden Fall eher eine Stärke der Hochschule und die meisten Module waren echt sinnvoll und gut unterrichtet. Aber es gab auch ein paar unnötige Module, wie zum Beispiel VWL und auch eine Handvoll bestenfalls mittelmäßiger Dozierenden. Das war im großen Ganzen noch okay und in der Kameraspezialisierung hatte ich dann zum Glück echt gute Dozenten. Bei 25.000 Euro Studiengebühren könnte man doch erwarten, dass zumindest die technische Ausstattung top ist. Nope. Also ich würde sagen, die technische Ausstattung war akzeptabel, aber weit von der Ausstattung von staatlichen Filmhochschulen entfernt. Und ja, es gab zwar prinzipiell alles, was man gebraucht hat, um kreativ zu werden und Projekte umzusetzen, aber halt auch wirklich kein bisschen mehr. Ich muss auch sagen, dass ein Hauptgrund dafür, dass ich mein Studium dort nicht bereue, ist, dass ich während meiner Spezialisierung wirklich gute Dozenten und coole Mitstudierende hatte. Aber was ich teilweise von anderen Spezialisierungen mitbekommen habe, war echt eine Katastrophe. Postproduktion zum Beispiel hatte keinen einzigen festen, qualifizierten Dozenten und die Leute haben halt größtenteils einfach 700 Euro im Monat gezahlt, um dann in der Uni zu sitzen, an mittelmäßigen Schnitt-PCs und sich dann, ja, Schnitt selbst beizubringen mit irgendwelchen YouTube-Tutorials. Im Verlauf des gesamten Studiums gab es dann auch immer mal wieder irgendwelche fragwürdigen Dinge hinter den Kulissen, die durchgesickert sind. Zum Beispiel die Auswahl der Drehbücher für unsere Abschlussfilme, bei der wir eigentlich darüber abstimmen sollten. Da hat ein Dozent einfach durchgesetzt, dass eines der am wenigsten gewählten Drehbücher umgesetzt werden muss. Und das hat einfach darin resultiert, dass wir ein Projekt hatten, das
nur Probleme gemacht hat und an dem niemand so wirklich freiwillig arbeiten wollte. Aber es sind auch noch einige andere shady Sachen im Hintergrund gelaufen. Im Laufe des Studiums hat man auch schon gemerkt, dass die Hochschule wirklich Probleme hat, ausreichend neue Studis anzuwerben. Sie wollten das einerseits dadurch lösen, dass sie uns angeboten haben, 500 Euro Erlass auf unsere Studiengebühren zu bekommen, wenn wir jemanden anwerben. Und andererseits haben sie wirklich eine Menge Geld in Marketing und ein Instagram-Team gesteckt. Generell hat man einfach gemerkt, wie viel Aufwand in die öffentliche Fassade gesteckt wird. Und gleichzeitig wurde das konstruktive Feedback von den Studierenden im Laufe der Zeit immer nur zur Kenntnis genommen und dann weggelächelt. So. Und ich bin mir sicher, wenn wir als Studierende gemerkt hätten, dass die Hochschule sich verbessern will und uns ein gutes Studium bieten möchte, dann hätten wir die Hochschule auch von ganz alleine weiterempfohlen. Auch noch ein Aspekt ist, dass wir zum Beispiel nur ein Budget von 500 Euro für unsere Abschlussfilme bekommen haben. Und jeder, der weiß, wie viel Aufwand hinter so einem Kurzfilm steckt, weiß, dass das gerade mal fürs Catering reicht und das war's. So. Und ich denke, gute Abschlussfilme, das wäre doch auch mal gutes Marketing. Aber dafür ist ja kein Geld da. Apropos Geld. Viele in meinem Studiengang haben entweder einen Studienkredit aufgenommen oder mussten echt während dem Studium sehr viel arbeiten. Ich hatte halt echt den Luxus, dass ich meine verbleibende Zeit für andere Filmprojekte und für zum Beispiel auch Lichtworkshops nutzen konnte. Und so konnte ich wirklich das meiste aus meinem Studium rausholen. Andere konnten das halt teilweise nicht und wären halt echt darauf angewiesen, dass das Studium selbst ihnen mehr bietet. Bereue ich also mein Studium? Kurz gesagt, nein, ich bereue mein Studium nicht, aber ich denke auf jeden Fall, dass die hohen Studiengebühren nicht wirklich in der Qualität meines Studiums widergespiegelt waren. Ich habe trotzdem viel gelernt und wirklich das Beste draus gemacht, aber weiterempfohlen hätte ich die Hochschule trotzdem nicht. Und es hat mich auch nicht wirklich überrascht, dass sie jetzt dicht gemacht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man dort eigentlich mit einigen kleinen Verbesserungen noch viel, hätte verändern können, aber dafür ist es jetzt ja offensichtlicherweise zu spät. Wir tun auf jeden Fall die ganzen Studis leid, die jetzt in den vergangenen Semestern angefangen haben und jetzt irgendwie Uni wechseln müssen und da irgendwie einen Struggle haben. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da. Hier kommst du jetzt noch zu zwei anderen Videos vom Kanal. Und check auch gerne mal meinen Podcast aus und folge mir auf Instagram und TikTok. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Mach heute besser als gestern und bis zum nächsten Video.